Omosagi, willst du ins Hauptquartier? Natürlich. Ich finde da die Musik immer so schön. Schön, dich zu sehen, Murasaki. Allerdings habe ich leider noch nichts Neues zu berichten. Aeneas verfolgt weiterhin die Spur, die Hermann für uns aufgetan hat. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Chefin! Etwas Furchtbares ist passiert! Jetzt mal ganz ruhig. Um was geht es? Um Aeneas. Er wurde ermordet. Was bei den Höllen sagst du denn da? Die Messingklingen haben seinen Leichnam vor ein paar Glocken draußen in der Wildnis gefunden. Man hat ihn in Eraliks Grabkammer aufgebahrt. Wer auch immer das getan hat, er wird mit dem Leben dafür bezahlen. Ruft alle Lemuren zusammen, das bedeutet Krieg! Hermann, so beruhig dich doch. Ich bin ebenso wütend wie du, aber überstürztes Handeln wäre jetzt fehl am Platz. Lass uns abwarten, was die Chefin entscheidet. Verzeihung, Murasaki, aber wie du sehen kannst, ist die Stimmung etwas angespannt. Ich werde auf Hermann Acht geben, damit sie in ihrer Wucht, ihrer Wut nichts Unbeachtes tut. Könntest du in der Zwischenzeit nach der Chefin sehen? Sicher ist sie zu Eraliks Grabkammer in Naldkreuzgang gegangen. Mal sehen, ob wir da uns irgendwo hinporten können. Du bist auch gekommen. Ich werde den Leichnam identifizieren. Wenn du möchtest, kannst du mich begleiten. Identifizieren. Ist hier jemand? Oder gewährt man den Toten nicht mal die Ehre einer Wache? Bitte euch, gute Frau, senkt eure Stimme. Stört die Ruhe der Toten nicht. Spar dir die Moralpredigt und bring mich sofort zu dem Leichnam, den die Messingklingen vorhin abgeliefert haben. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Es sei denn, ihr seid mit dem Toten verwandt? Aeneas war ein Teil der engsten Familie. Verstehe, bitte verzeiht. Er ruht im hintersten Sarkophag. Allerdings solltet ihr euch den Anblick vielleicht lieber ersparen. Niemand soll sagen, ich hätte euch nicht gewarnt. Verflucht. Aeneas, ich habe dir doch gesagt, du sollst vorsichtig sein. Bleib zurück, Murasaki.
Behalte Herrn Neges so in Erinnerung, wie du ihn kanntest. So ein Ende hat niemand verdient. Was ist mit dem passiert? Dass die es nicht zeigen. Etwas, das die wahrscheinlich nicht animieren konnten. Ist halt nur so ein Nebengedöns. Da machen sie sich jetzt nicht die Mühe, eine entstellte Leiche oder so. Außerdem ist das Spiel immer noch ab 12. Verzeih meine Unhöflichkeit, Priester. Ich war vor Trauer ganz außer mir. Bitte versprich mir, Aneges würdevoll zu bestatten. Selbstverständlich. Wie ihr jedoch sicherlich wisst, ist Platz in Uldarar und Gräber entsprechend teuer. An Geld sollte es nicht scheitern. Schickt die Rechnung an das Hauptquartier der Lemuren. Ich bin dir dankbar, dass du gekommen bist, Murasaki. Aber es gibt da eine Person, mit der ich zuerst sprechen muss. Zu dieser Zeit hält sie sich vermutlich im Steinwurf-Slum auf. Du kannst mich gerne begleiten, wenn du willst. Okay. Machen wir. Ist auch ein Triple Triad Gegner. Merke ich mir. Habe ich den schon mal? Ich glaube, den habe ich schon mal herausgefordert, weil da ist ein Stern. Stern heißt ja schon herausgefordert. Aber hier gibt es auch welche, die ich noch nicht herausgefordert habe. Was ist denn hier los? Und die Karten beinhalten. Hier arbeitet Aneges Frau. Ich möchte ihr die traurige Nachricht selbst überbringen. Oh. Aneges hat dich über alles geschätzt, Drusilla. Wer weiß, wo wir ohne deine Hilfe gestrandet wären nach unserer Flucht. Vor 10 Jahren sah es noch so und noch rosig aus. Wir sollten nach Locus Amoenus umziehen. Die gelobten Heimat im Süden Ilsabads, die wir nach so langer Zeit endlich zurückerobert hatten. Locus Amoenus. Ich glaube, da werden wir noch hinreisen. Es wird in letzter Zeit nämlich oft genannt. Und wenn nicht, wird das irgendwann vielleicht mal ein Ort sein.
Aber ich glaube schon, dass wir da vielleicht noch hinkommen. Mein Mann diente dem Kaiser als Beamter. Als wir von seiner Versetzung in den Süden Isabas erfuhren, war die Freude groß, doch leider nicht von Dauer. Denn in Locus Amoenus mussten wir feststellen, dass unser verheißenes Paradies auf den Brücken von Ausbeutung gebaut worden war. Wir hatten unsere Gegner nicht nur im Kampf besiegt, sondern sie auch zu einem Leben in Knechtschaft verdammt. Die Nachkommen derer, die uns einst vertrieben hatten, mussten nun für uns schuften. Eine gerechte Strafe, wie viele Gallier fanden. Nicht jedoch mein Mann, dem dieses Unrecht ein Dorn im Auge war. Ein unbeschwertes Leben auf Kosten anderer widerstrebte ihm. Für eine Weile hat er dem Widerstand vertrauliche Informationen zugespielt, doch dem Frumentarium entgeht nichts. Man bezichtigte ihn des Verrats und wollte ihn festnehmen lassen. Ob der Widerstand unvorsichtig war oder ein vermeintlicher Freund in der Beamtenschaft ihn verriet, um einen unbequemen Mann in den eigenen Reihen loszuwerden, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wie auch immer, im Kaiserreich konnten wir nicht mehr leben. Über das neutrale Razzatan flohen wir deshalb nach Eosea. Euer Glück hielt aber nicht lang, wie ich ja selbst weiß. Ich war geschäftlich in Limsalominsa, wo ein paar Wachen glaubten, einen galäischen Spion ausgemacht zu haben. Ja, endlich dachten wir, auf sicheren Boden zu sein. Da wurden wir bereits aufs Neue verfolgt. Aber du hast uns vor weiterem Ärger bewahrt und die Familie der Lemuren aufgenommen. Und so konnten wir endlich ein friedevolles Leben führen. Bis ich mit meinem Rachefeldzug kam, hätte ich Aneges nicht gebeten, mir zu helfen, dann wäre er jetzt nicht tot. Ich habe seinen Leichnam gesehen, die schrecklichen Wunden, das kann nur einer gewesen sein. Orkus, ich hätte deinen Mann da nicht mit reinziehen dürfen. Du darfst dir keine Vorwürfe machen, Drusilla. Für meinen Mann war es eine große Ehre, im Dienste seiner Retterin stehen zu dürfen. Nicht du bist schuld an seinem Tod, sondern dieses Monstrum. Und wenn es niemand zur Strecke bringt, wird es weitere Opfer fordern. Sorge dafür, dass es nicht so weit kommt. Das werde ich. Der Mörder deines Mannes wird büßen. Es gibt da etwas, das ich mit dir bereden muss, Murasaki. Aber dafür sollten wir lieber an einen ruhigeren Ort. Treff mich an der Brücke nördlich von hier. Alles klar. Brücke nördlich. So, und wenn der Reaper dann auch Level 80 ist und wir dann auch die ganzen Quests gemacht haben, dann mache ich mich auf die ganzen Charaktere, also was heißt die Charaktere, die ganzen Klassen halt nochmal auf 82 zu bringen. Vielleicht auch, ja, wahrscheinlich auch die Sammler und so, das wird ja nicht schwer. Einfach nur sammeln und so. Dann haben wir gut was vor in nächster Zeit. Ich denke mal, dass wir nächste Woche dann erst wieder zur Story kommen oder schon am Wochenende. Mal gucken, wie schnell wir morgen voranschreiten. Ich schulde dir noch eine Erklärung zu Orkus. Er ist so unberechenbar wie stark. Doch ich war mir sicher, dass wir Lemuren ihn aufspüren. Und du
und ich ihn besiegen könnten. Doch Aneges Tod hat die Karten neu gemischt. Der Nichtsgesandte, den du im Finsterwald zur Strecke gebracht hast, das war vermutlich ein Diener von Orkus. Ich hatte mich zwar gewundert, warum ein gewöhnlicher Nichtsgesandter sein Opfer verscharrt, aber mir nichts weiter dabei gedacht. Doch inzwischen gehe ich davon aus, dass Orkus ihm beigebracht hat, seine Spuren zu verwischen. Dadurch erscheint alles in einem neuen Licht. Denn wenn Orkus hinter diesem Verhalten steckt, heißt es, dass der Mord an Aeneges Rache für die Vernichtung seines Untergebenen war und eine Warnung, dass wir Aeneges Spur nicht weiter verfolgen sollen. Orkus macht sich einen Spaß daraus, seine Opfer zu foltern und zu traktieren, um sich dann an ihrem angstgetränkten Äther zu laben. Als ich Aeneges geschundenen Leichnam sah, war es wie ein Stich ins Herz. Selbst jetzt kommt mir die Galle hoch. Es muss furchtbar gewesen sein. Vermutlich sind wir seine nächsten Ziele. Doch Orkus wird sich Zeit lassen. Er will Unsicherheit und Angst in uns schüren. Uns aufreiben, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Mach dich auf einen langen Kampf gefasst, der deinen Geist ebenso viel abverlangen wird, wie deinem Körper. Es wird sicher nicht leicht, doch ich hoffe, ich kann trotzdem auf dich zählen. Aeneges muss gerecht werden. Ja, danke. Dass du dein Leben riskierst, um Aeneges Tod zu rächen, ehrt dich sehr, Murasaki. Du bist jetzt ebenfalls eine Lemure, ein Teil der Familie. Hört dich der Familie? Welch wohlige Erinnerung dieses Wort doch birgt. Orkus? Na gut. ja. Orkus? Ich hatte mich schon gefragt, welches Ungeziefer so lässig sein könnte. Der Gestank hätte mir sagen sollen, dass du und deinesgleichen es wart. Sense. Oder sollte ich sagen, meine liebe Enkelin? Wage es nicht, den Namen meiner Familie zu beschmutzen. Aber, wer spricht denn so mit seinem armen, alten Großvater? Diese Jugend heutzutage. Der Tod war dir scheint nicht Strafe genug. Doch diesmal werde ich dafür sorgen, dass nicht der kleinste auch Äther von dir übrig bleibt. Murasaki, ich zähle auf dich. Lass es uns hier und jetzt beenden. Als ob wir das hier und jetzt beenden. Keine Zeit für unser Wiedersehen zu feiern. Wirklich schade. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst, dann muss ich mich eben gleich an deinem Äther laben. Stirb! So hastig, du verdienst meine Aufmerksamkeit nicht mehr. Deine Seele ist schal geworden. Dieser Teil der Familie hingegen. Sieht köstlich aus. Ihre Seele strahlt hell wie die Sonne. Ist so saftig und frisch. Ein solch schmackhaftes Mahl sah ich noch nie. Wahrlich.
Da läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Eigentlich wollte ich euch an Ort und Stelle verschlingen. Aber in diesem Fall muss ich mich in Geduld üben. Wie gut eine Speise auch ist, erst durch das sorgsame Zubereiten entfaltet sie ihr ganzes Aroma und wird zu einem wahren Genuss. Murasaki war dein Name? Ich werde dich ganz langsam schmoren lassen. Und wenn deine Seele von Furcht und Zorn trieft, komme ich wieder und erquicke mich daran. Gut Ding will schließlich Weile haben. Bis bald. Okay, das ist also unser Boss in diesem, in dieser Jobquest. Verdammt, er ist mir entwischt. Dabei stand ich so kurz vor dem Ziel. Wie du gehört hast, war das nicht meine erste Begegnung mit diesem Bastard. Damals, als er meine Familie getötet hat, hätte es auch mich fast erwischt. Vermutlich hast du gerade 1000 Fragen, aber mir ist jetzt nicht nach Reden zumute. Hier können wir jedenfalls nichts mehr tun. Lass uns nach Ulda zurückkehren und alles Weitere dort besprechen. Familie, so. Oh, ich verkaufe wieder Sachen, das ist gut. Dann kann ich nämlich nachher wieder für Ersatz sorgen. Und nicht nur das. Nach dem Stream wollte ich ja noch mal verschiedene Charaktere dann mein Zeug geben. Warum sind hier noch so viele, die ich noch nicht herausgefordert habe? Wie man es auch dreht und wendet, wir wurden nach Strich und Faden vorgeführt. Du hast ja selbst gehört, was Orkus gesagt hat, Murasaki. Es ist wahr, dieser Mann war mein Großvater, bevor Orkus von ihm Besitz ergriff. Natürlich ist sein junges Aussehen auch nur irgendeine Hexerei des Nichts. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Nichtsgesandten ist es ihm jedenfalls ein leichtes, sich unter den Lebenden zu bewegen. Aber im Kern ist und bleibt er ein Nichtsgesandter, der nach Äther dürstet und deshalb jagt und tötet und Seelen verschlingt. Und zu deinem Unglück scheint es nun ausgerechnet deine Seele zu sein, die seinen feinen Geschmack getroffen hat. Vom Regen in die Traufe, wenn du so willst. Als ob der meine Seele bekommt, also ich glaub, die hat doch eh schon Liz. Ja, meine Seele ist Aufmerksamkeit gewöhnt. Du lässt dich durch nichts aus der Ruhe bringen, was? Musst ja einiges durchgemacht haben. Auf jeden Fall müssen wir ab jetzt auf der Hut sein. Überall und jederzeit. Selbst hier in Ulda sind wir vermutlich nicht mehr sicher. Halte nach roten Augen Ausschau, besonders in den Schatten. Ich werde in der Zwischenzeit nach einer Möglichkeit suchen, dieser Bestie den Garaus zu machen.
komm mich wieder besuchen, wenn deine Zeit es erlaubt. Ja, aber das ist erst eine 78er Level Quest und die machen wir dann morgen, wenn ich das Level erreicht habe. Also sind halt nur 5 Level, das geht schnell. So.